So, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem kleinen, aber feinen Stream aus aufs Eise mal auf YouTube. Und wir sind mal wieder in TT2 unterwegs für eine kleine gemütliche Fahrt in den Feierabend rein. Und ja, dann heißt es morgen wieder arbeiten, wenn es ja Freitag. Aber dann ist Wochenende angesagt. Wobei, für mich nicht ganz. Ich habe die Ehre, am Samstag wieder arbeiten zu dürfen. Ja, wird super. Aber ja. Erstmal eine kleine Runde fahren. Es ist ziemlich viel los heute in Train Driver 2. Und ich dachte mir, wir tun heute mal die ganzen Fahrdienstleiter ein bisschen ärgern. Und fahren einen Güterzug, der ziemlich langsam ist. Und ich habe mir ausgesucht, die SM42 VMAX 50, 182 Meter, 1001 Tonne mit Stein. Das wäre so erstmal der Plan für heute. Und jetzt ist die Frage, wer ist der Glückliche, der mich annehmen darf und wo wir hoffentlich was Gutes kriegen? Schauen wir doch mal. Wäre ja für jemanden, der ein bisschen ein niedriges Level hat oder jemanden, den ich kenne. Aber die mit dem niedrigen Level brauchen es ja dann doch. Ah, Vitonia. Ich weiß nicht, da bin ich schon so oft gestartet. Wie wär's denn mit Kars Zynek, mit Chris MK? Beispiel. Was haben wir denn noch? Hard Experience 6, 13, 1. Arrow wäre auch noch ein bisschen was. 7, 7, 8. Ishi Igor in Vola. Mechanisches Stellwerk. Aber ich glaube, das hat ein bisschen Chancen, dass es verkackt. Und wer ist Flo? Moin, Servus. So viel Auswahl. Wo gehen wir denn rein? Experience Zero. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wen nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir besuchen ihn mal. Schauen wir mal, ob er mit uns klarkommt. Oh, was zum... You crashed the train! Cool! Da war ich wohl zu lang. Ja, okay. Cool. Das war wohl nichts im ersten Anlauf. Ah, was haben wir denn dann? Ich will jetzt irgendwas mit Low Level. Oh, vielleicht Peril nehmen. Ach, wisst was? Gehen wir nach Vitonia. Währenddessen gebe ich euch mal die Spiel in Fullscreen. Oh, Deutsch. Sehr gut. Sagen wir nochmal Servus. Ich habe gerade mein Zugnis SM42. VMAX 50, 180 Meter. Bitte Zug, bitte. Wollen wir schon mal die Lichter richtig machen. Und ich glaube, das, ja, perfekt. Dann gehen wir gerade schon mal nach draußen, um zu gucken, ob das passt. Nice. Gibt's übrigens Bescheid, wenn das Spiel zu laut sein sollte, ne? Ah, ihr Anliegen wird bearbeitet. Oh, das gefällt mir. Was bestimmt denn, dass er gerade live auf Twitch zu sehen ist? Ah, die Twitch, YouTube. Ich hab davon, wenn man auf YouTube streamt. Was aus mit den Schlussgängen? Sehr gut. So mag ich das. Und wie war euer Tagsarbeit? Hoffentlich gut. Ich stelle mich erstmal hier hin. Kann ich auch erstmal einen Screenshot machen. Screenshot. Einmal F12 bitte.
Oder war das F8? Das bin ich mir gar nicht mehr sicher. Screenshot-Setting. Das war F8. Okay. Machen wir das nochmal. Einmal F8. Dankeschön. Jetzt streamt ihr da auch auf YouTube. Ja, ich dachte, ich probiere es mal. Also eigentlich hat es schon einen Hintergrund, warum ich das auf YouTube mache. Ich will es dann später über Restream auf Twitch und auf YouTube machen, wenn das cool ist. Und jetzt dachte ich, schau ich mal, wie das grundsätzlich auf YouTube so läuft hier. Aber ich meine, YouTube wird eigentlich eh immer attraktiver, nach dem, was Amazon mit Twitch in der letzten Zeit so abgezogen hat. Also die Newsartikel waren jetzt nicht gerade die geilsten. Was mir jetzt gerade auffällt, er hat dezent seine Erkennung falsch. Ich glaube, das sage ich nicht mal. By the way, RE ist noch falsch. Bestimmt ein Trick, dass man im Chat schreiben kann, während man hier draußen ist. Aber den habe ich noch nicht gefunden. Ich freue mich schon so auf morgen. Da kriege ich ein kleines Paket, auf das ich mich schon sehr freue. Da. Wie ändere ich das? Ah, ja, okay, er ist wirklich L. Ah, es geht. Brücke. Einstellungen. Tut man nicht alles für die Neuen. So, aber ich werde es mal vorführen, den Fahrplan. Das wäre mal das Erste. Uhr. Ah, warum habe ich eigentlich jedes Mal so ein Glück beim Stream? Ah, oh, das gibt es ja nicht. Ich meine, ich würde auch einen Fahrplan nehmen mit Manöver und so einem Blödsinn. Aber ich will jetzt nicht so lange wieder stehen. Das ist wieder doof. Ja. Dann geht den der Verplan. Oh, und da kommt gerade jemand. Ebenfalls ein Güterzug. Gehen wir noch gleich mal in die Spionagekamera. Vielleicht ist Level 1 und beziehungsweise Anfänger für Streamer ein bisschen doof. Aber ich würde sie halt gern fördern. Ah! Oh! 130 bis 11. 50. 10 Minuten Aufenthalt in die. Oh geil, das ist mit Manöver. Yo! Der passt. Cool, dann haben wir ein bisschen Spektakel hier noch. Dass wir fahren gerade vor, liest Manöver, boah, 10 Minuten für Manöver. Kurze Fahrt, aber ich glaube, da werden wir da vielleicht noch ein bisschen was hinten ranhängen, wenn ihr Lust habt. 21.11, das ist gerade ein bisschen kurz. Kommt nur noch ein Güterzug. Sprich, der kommt von da vorne?
Was meint denn der Livestream? Soll ich das Spiel ein bisschen leiser machen, Musik dafür lauter? Oder ist gut so, wie es gerade ist? Und Grüße zurück nach Wien. Schön, dass du da bist. Ah, und Bayern. Bin ich von mir. Aber nachdem ich nichts höre, gehe ich mal davon aus, dass so Spiellautstärke Musik passt. Spiel könnte ich leiser machen. Ja, das mache ich doch gern. Machen wir das doch mal. So, ist jetzt besser. Ah, das meint er mit dem Güterzug warten. Der prescht hier durch von da hinten. Ja, dann fahren wir bitte nicht so langsam. Ja, du, soweit eigentlich alles gut. Ist den Feierabend. Aber noch best tun, indem man eine Runde fährt. Dann hoffen, dass das Wochenende bald da ist. Der fährt knapp 70. Das ist ein SM42, ist genau wie ich. Dann gehen wir hier raus. Also passen, dass wir nicht überfahren werden. Und stellen Sie mal hier hin. Habt ihr schon Pläne fürs Wochenende? Gibt's ein interessantes Event? Gibt tatsächlich in der Schweiz ein interessantes Event. Ich glaube, in Baden war das. Da sind Dampftage. Du kannst auch in den Lokschuppen rein. Und mit der spanischen Brötlibahn fahren. Ich bin echt am überlegen, ob ich da nicht am Sonntag hingucke. Samstag geht halt nicht wegen Arbeit, aber Sonntag reizt mich, ob ich da nicht wirklich hingehe. Da ist er ja! Ich sehe schon was. Nö, der fährt mit der Elektrolok. Entspannen und von der Oma am Geburtstag gehen. Klingt doch gut. Moin, Kollege. Gute Fahrt. Ja, das ist gar nicht mal so ein langer Güterzug. So, dann müssen wir jetzt nur noch warten, bis er die Szenerie verlässt und dann können wir endlich losdüsen. Eigentlich. Das ist ein bisschen riskant, was ich jetzt gerade vorhab. Hätte man ja eh ein bisschen sparen müssen. Machen wir mal den Motor aus. Was? Wäre nicht, wenn die Oma irre ist. Also negativ irre oder positiv irre? Hahaha.
positiv verrückt kann ja noch witzig sein. Ist gerade ein bisschen arg ruhig im Spiel. Das ist eigentlich gerade nebenbei auch ein bisschen am TD2 am Rumfahren. Oder spielst du es eigentlich überhaupt? Mal so eine Frage. Negativ, dies auf Werder deppert. aber das stelle ich mir halt irgendwie witzig vor. Ich meine, ich habe selber Verwandte in Wien. In Wien. Und weiß, wie die so teilweise drauf sind. Ach ja. Warum ZDB3? Ach so, okay. Was der frei ist, dann geht's für dich los. Alles klar. Gut, dann schaffen wir unsere Mutter wieder. Im NS22. Ich habe mir den mal ganz kurz angeschaut, aber ich habe mir noch nicht vertieft angeschaut. Steht aber noch auf meiner Liste, dass ich den mal ein bisschen genauer angucke. Das ist auch für mich so ein Entspannungsspiel. TD2, das ist einfach so Anti-Entspannung, vor allem wenn viel los ist oder gerade als Fahrdienstleiter. Gerade heute, ich dachte vor dem Stream mache ich mal ein bisschen einen auf Fahrdienstleiter für so anderthalb Stunden. Komme ich in die Szenerie rein und dann habe ich eine Szenerie per Zufall übernommen, wo derjenige vorher einfach mal so mitten in seiner Schicht gegangen ist. Hat einen vollen Fahrplan mit Verspätungen und Co. und Leuten, die in Offline sind. Und dann voll durchgestresst. Oh, erstmal da Chaos irgendwie bereinigen. Und dann gab es noch so geile Fahrdienstleiter, die meinen, sie müssen mal einen Zug eine halbe Stunde vor der Zeit schicken, ohne zu fragen. Damit ich blockiert bin. Ey, das war super. Hatte ich gerade wieder gute Laune. Vor allem das Blöde war, das war noch eine Station mit SPL. Vielleicht könnte man... Ah, die Kameras passen eigentlich ganz gut so. Ich werde primär so fahren. Sieht man ein bisschen mehr. So, komm, lass mich jetzt fahren. Das wäre super. Dann war ich auch noch on time. Oh Junge, ich bin der Einzige, der da ist. Schiene starten, das wir gehen. Bitte lass mich los, ich brauche die Zeit im Manöver. Ich würde so gern pünktlich ankommen. Eine Signalstörung? Du hast... Okay, ich glaub's eben mal. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist doch mit den Störungen als FDL, ist doch der Standard aus. Hat er sich das angemacht? Ja, gut. Ja, ich wünsche dir eine gute Reise und einen schönen Abend. Was? Ups, was wünsche ich dir? Was weiter Stream? Kommt mal pünktlich um 21.11 Uhr da in Svetpol an.
Das ist so eine Nebenortschaft hier von ihm. So, sehr gut. Gucken wir da draußen, aber wahnsinnig viel schneller wird es ja eh nicht. Mit unglaublichen 50 Stundenkilometern hier. Wir werden es sehen. Ich glaube, so ein bisschen abhängig jetzt davon Manöver da. Ja, Skateboard brauche ich wirklich noch nicht. Bin mal echt gespannt. Ich glaube, ich werde meine Musik ein Tick lauter machen. Ungefähr so. Ich würde mal unerwartet sagen, wir werden es nicht pünktlich schaffen. Jau. So ein kleines Bauchgefühl habe ich auch. Wäre fast normal für TD2. Ja, voll. Ich wollte aber auch bewusst langsam fahren, damit ich die Fahrdienstleiter ein bisschen ärgern kann und die Strecke blockieren kann. Aber da wäre eine längere Strecke ein bisschen geiler gewesen. Aber für den Fahrdienstleiter natürlich voll super. Wenn du da so einen Zug hast, der nicht von der Stelle kommt. Ich bin voll im Eisen, mehr geht nicht. Gleichen Spaß gibt, machen mit der Elektrolok machen. Das ist noch den Vorteil, da wären wir noch wesentlich länger. Das ist aber dann für mich wieder ungeil mit dem Bremsen. In ein paar Minuten, glaube ich, schaffen wir die 40. Und davor ist der nächste Bonnübergang. Oh, mein Hupen hier. Ich hätte so gerne Chase kennen, ein bisschen weiter draußen ist mit der Kamera. Gibt noch richtig ein paar schöne Screenshots. Herbert, mit auf! Wir kommen nicht vorwärts! Ja, es wäre eigentlich nur ziemlich cool, wenn man die SM42 in Doppeltraktion oder Dreifachtraktion fahren könnte. Was du eigentlich auch kannst in TD2, wenn du dir die Lokomotiven holst, die irgendwo stehen. Aber die sind halt leider tot. Die unterstützen dich also überhaupt gar nicht. Das ist leider sehr schade. Nein! The dish was sent to the wrong route! Nein! Ja, tschüss, Fahrplan. Geil. Super, Hammer. So, du hast mich auf die Quatsche. Geil. Mann, kann mal so ein Stream nicht einmal klappen.
Jetzt bin ich bei 38. Jetzt muss ich ihn vermutlich wieder anhalten. Wisst ihr, was vermutlich passiert ist? Als er den ersten Fahrplan gemacht hat, war das vermutlich nur mit dem richtigen Ausgang gemacht. Und als ich dann gebracht habe mit dem neuen Fahrplan, hat er dann das andere Ende ausgewählt. Hat es aber dann verpeilt, mir natürlich zu sagen, ich muss in eine andere Richtung raus. Ja, toll. Jetzt kann ich einmal durch seine Serie nochmal durchfahren. Weiß auch jetzt Szenario oder den Finish. Was macht er jetzt? Wir müssen jetzt eigentlich bei ihm wieder auftauchen. Ja, 41! Wahnsinn! Langsam wird es Hochgeschwindigkeitszug hier. So, one chain. Sollte ich vielleicht mal schänden, dass wir wieder da sind. Jo, und da sind wir wieder bei ihm. Okay, nehmen wir mich selber im Livestream nicht zu Level 1 gehen. Auch wenn ich es unterstützen möchte. Ja, ich würde sagen, wir tun mal den Fahrplan löschen. Und gehen wir zu jemandem hin. Jetzt schickt er mich wieder da vorne raus. Du bist dir sicher, dass du hast. Glaube. Ich denke mal, zu 75% bin ich mir sicher, dass wir jetzt dann gleich nochmal bei ihm durchfahren werden. Hey, 52! Pau Max! Da muss ich auf Gas runtergehen. Ah, zu schnell hier. Nein, ich habe meinen Fehler erkannt. Ein bisschen in die falsche Richtung raus. Ich habe recht gehabt. Ich hab's gewusst. Dich mir. Ich mal mein Popla. Oh no. Oh, logst du lieber mal rein, fährst du einmal so mal rum und damit ist. Ja, also wir gehen woanders hin. Mit einem anderen Zug. Ist jetzt ein bisschen doof. Ich hatte anhand deines Tutorials mit dem Video Fahrensleiter in Klaukowice. Oh, das Video ist kein Tutorial, da habe ich für mich gespielt. Das erstmal vorweg. Ich finde, die Betone ist für mich ein gutes Stellwerk zum Einstieg. Ich habe es schon verstanden. Wie gesagt, zum Partyslider kommt ein dediziertes Tutorial, denn SCS, SPK, SPE haben sehr viele Eigenheiten, die man wissen sollte. Und die möchte ich dann dediziert fachlich erklären. Gerade vor allem in SPK gibt es sehr viele Spezialitäten mit den SPL-Blöcken und Co. Aber das war das leider in Klaukowice, das bitte nicht das Tutorial interpretieren. Das zeigt mir, wie ich es zum ersten Mal gemacht habe da in der Session. Aber es ist kein Tutorial.
go, 3 Kilometer noch. War eine sehr kurze Fahrt. Was, ich finde das mechanische Stellwerk voll kompliziert. Ja, nach meinem Hassstellwerk. Ja, es ist eigentlich gar nicht mal so kompliziert. Wisst was, wir könnten, nachdem ich da mit der Fahrt fertig bin, gehen wir mal ganz kurz ins mechanische Stellwerk. Weil mittlerweile weiß ich auch, wie das funktioniert. Ich habe am Anfang ja voll den Hirnfurz gehabt. Vor allem mit den Blöcken. Gerade wenn man das Schweizer Stellwerk als Vorlage nimmt. Ich weiß nicht. Das Video von Gurt Nellen, das ist vielleicht ganz gute Referenz, wie so ein mechanisches Stellwerk in der Schweiz funktioniert. Und so ähnlich funktioniert es auch im TED2, mit Ausnahme von diesen Blöcken. Die funktionieren ganz anders. Aber ich zeig's euch gleich. So, 40 km/h, ich muss tatsächlich bremsen. Wahnsinn. Oder gebe ich mir das jetzt wirklich und soll eine Stunde Live-Stellwerk machen mit euch? Was macht der Live-Chat? Eine Runde fahren, aber ein bisschen was Schnelleres oder eine Stunde Stellwerk? Stellwerk hat die Gefahr, es könnte gegebenenfalls langweilig werden, wenn man nicht viel Verkehr hat. Dudele, sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Moin Dieter! Hoffe, alles ist gut bei dir. Ich glaube, das soll schon passen. Okay, na, gehen wir mal hier raus. Timetable. Auf welchem Server spielst du denn eigentlich? Im Moment dem PLite Server. Also das Spiel ganz beendet, sich super hält. Was für eine Schade, dass du nicht im Forum fragst, ob du dich bei den englischen Training mitgefügt wirst. Oh, nee, du, das tue ich mir erst gar nicht an.
Also einerseits bin ich nicht so tief in der Materie drin, dass ich da wirklich ein Trainer sein möchte, und ich habe da ehrlich gesagt auch nicht die Zeit dafür, alle da so private Sessions zu machen. Also wenn, dann so ab und zu mal auf dem Discord-Server, aber nicht ganz offiziell. Das, nee, das wäre nichts für mich. So, OBS. Hast du das Spiel jetzt wieder? Ja, hast. Sehr gut. Okay. Multiplayer. Machen wir mal ein bisschen was Schnelleres. Ich möchte aber nach wie vor einen Güterzug fahren. Was nehmen wir denn? Wir machen einen Passagierzug. Baumarkt 70. Kannst du das Fenster hier wieder zumachen? Baumarkt 60. Das für Kombi hier. Ach, das ist so ein gemischter. 181 Meter. Sind Personenwagen mit dabei? Ich glaube, das machen wir. Ich tue mir das gerade schon mal kopieren. Dann haben wir unser VMAX, die Länge und das Gewicht schon mal. Da freut sich der Fahrer jetzt leider. Und jetzt suchen wir uns jemanden aus. Was? Ich finde es cool, dass bei dir die Sprache bleibt. Jedes Mal, wenn ich es starte, ist es immer auf Polnisch. Ich habe tatsächlich mit der Sprache hier noch nie Probleme gehabt. Das hat sich noch nie umgestellt. Aber die Auflösung stellt sich gern um. Das finde ich mega nervig. So, wo gehen wir hin? Victor, da kommt 19. Hat jemand offen, den ich da habe? David, Igor. Zwarton, Black Sheep, Experience 3. Schauen wir, was besser kann. Komm, gehen wir mal da rein. Oh, der kann Deutsch. Nice. Hab ich ein Glück. Oh, sogar beim Lieblingsbahnhof. Ah, nice. Servus, SM49. Bitte. So, machen wir die Lichter schon mal an. 1, 2, 3, 4. Dann sollte das gut sein. Boah, in Gelb. Also, wir haben noch einen zweiten hier drin. Gut, ja. Aber schauen wir uns erstmal, was wir hier da so alles dran haben. Okay, interessant. Soll das Vorhänge sein? Das sind die Güterwagen. Und der Julian aus Wien. Ah, das ist der andere. Okay, interessanter Zug, den wir da haben. Ja, so ein bisschen ist ja echt ein Schnuppenteil. Ja, allerdings. Laufwagen. Okay. Oh, da war sehr gerade ein Manöver. Need to stop. Ja, 105. Hier. Und weg ist er. Also das ist mal kein Schlafwagen, das ist ein Gepäckwagen, so wie das aussieht. Und halt ein bisschen schlecht. Okay. Wo ist der jetzt hin? Vor allem ist der jetzt ohne Rangierlichter gefahren. Ich glaube, der ist ohne Rangierlichter weggefahren. Oh ne, da steht ja ganz was anderes. Okay. Das, glaube ich, wird jetzt noch witzig.
Popcorn bitte bereithalten. Der Citywagen. Und bei den Stromabnehmer oben. Aber jetzt rangiere ich dann. So, Julia, jetzt einen Stromabnehmer nach unten, lass das oben. Ich sag's dir, glaube ich mal. You have both. Weil ich so nett bin. Nein, es ist kein Intercity, weil Intercity hätte vier Nummern gehabt. Aber sitzt auf diesem Sitz, da sind die Wagen drauf. Von der Farbgang her Schlafwagen, der tschechische Staatsbanner, zweite in der Lokfamilie. Ich meine, wir können uns den mal von anderen Seiten angucken, ob wir da irgendwie was. Ich kann halt leider nicht reingehen. Höchstens mal versuchen, ob ich reinglitschen kann. Nö. Du. Gucken wir mal Diesel sparen und machen wir Motor aus. Also ja, das mit der PKB, ja, das war mir schon klar. Der Julian aus Wien wieder da. Entschuldigung, war der falsche vorher. Send your energy station, you can go. Schauen wir doch mal, was der Julian da für einen netten Zug hat. Interregio? Aber ich wusste gar nicht, dass es in der Farbgebung die hat. Das ist noch good to know. Und wo kommt der andere Kollege rein? Weil ich will nicht überfahren werden. Also, mir kommt sofort zur Erfahrung, seit ich vergessen. Ah, nee, ich glaube nicht. Du, so ein FDL ist manchmal ein bisschen im Stress, gerade wenn die Züge so hintereinander rein und raus kommen. Bin ich dazu genüge, wenn ich das selber mache. Was? Bin ich? Übersichtiger, du bist der Julian oder was? Hast du dich da einfach in den Stream so reingeschmuggelt? So, da vorne ist das Stellwerkshäuschen. Steht auch drin. SM42. Als Solo. Es wäre jetzt so cool, wenn ich den irgendwie hinten ranhängen könnte. Dann zur Zweitfahrt. Bauplan! Was? 21.24 Uhr? Nicht dein Ernst. Bis 22.35 Uhr. Aber es ist wenigstens ohne Manöver. 21.35 Uhr. Oh. Ja, was soll's. Cool, jetzt haben wir 24 Minuten Zeit.
vierstellige Nummer. Was hat er gesagt? Er macht Intercity. Was? You sent me on wrong Slack. 54105. Oh oh. Du musst aufpassen. Intercity, Interregio, das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen hier in TD2. Also auch nummerntechnisch. Also du musst ihm schon ganz klar sagen, Intercity oder Interregio bis Regio. Du, das gib ihm da nicht so die Wahl. Das ist doof. Heißt und Wart und Tee trinken. Hat vor euren Fahrplan. Ja, ich glaube, das wird jetzt hier eh nur. Was ist denn 541? Warum steht der jetzt? Achso, ja, vermutlich wegen dem Einfahrsignal. Die steht jetzt natürlich. Ich glaube, das wird ja noch spannend. Da steht jetzt eh schon. Julian, entscheid dich. Also sag's ihm. Machen Interregio oder Intercity oder Regio? Ich meine jetzt anhand von deiner Nummer, jetzt bist du ein Güterzug mit 6 Stellen. Also in Zusammenfassung, 5 Stellen wäre Interregio, Regio 4 Stellen, Intercity 6 Stellen, Güterzug und Leerzug glaube ich auch noch. Und dreistellig weiß ich jetzt gar nicht. Aber das sind immer die wichtigsten. Interregio, ja, da wären es 5 Zeichen BD. Ja, bevor du hier rauskommst. So, werden wir hier auf die Abfahrt warten. Gucken wir mal hier ein bisschen rum. Moment mal. Das war da fehlt ein Stück Gleis. Und da kann man durchfahren. Dann mal nach weiter vorne. Hab ja sonst nichts Besseres zu tun. Meintet, der ist hier Ende hier oben. Genau, und da geht dann die Hauptstrecke so nach unten. Da, auf dem Gleis da. Kommt jetzt gerade ein Zug. Gehen wir mal schnell drüber. Auf dem Gleis hier kann man auch spawnen. Und von hier wegfahren. Ich glaube, wir bleiben hier stehen. Wobei, Julian, wenn du deinen Fahrplan hast, sag Bescheid. Also wenn du vor mir wegfährst, dann gehe ich mal zu dir hin. Haben wir was zum Gucken. Bahnsimulator in echt. Ganz viel warten. Müssen wir so nebenbei ein bisschen Tic-Tac-Toe oder Among Us spielen können. Oh, hi Admiral. How you doing?
Warum fragt er das? Was ist denn die Nummer? Ich dachte auch 47461. Bisschen 361. Ja. Ich glaube, du hast dezent verwirrt, aber mit dem Interregio Intercity Gedöns. by the way, wenn du es mal ganz korrekt machen willst und du stehst lange, dann. Oh scheiße, ich konnte ja nicht drüber. Das ist schlecht. Machst du alle beide Pantographen hoch, um die punktuelle Belastung zu reduzieren. Wenn du da wieder abfährst, tust du wieder einen runter. Das wäre dann in Fahrtrichtung der vordere. So wie er. I'm good, just got back to home from work. How's the trip going? It's really like to do it. Oh, yes I do. Unfortunately, I didn't travel much. I started with Tonya and he sent me on the wrong track. And then I decided to do a new one. And now, my departure is in about 20 minutes. Geisterhand von der anderen Richtung kommt. Okay, hat der einen Fahrplan zugewiesen? Du siehst ihn nicht. Und den 54105 sieht er nicht. Der steht literally in der Station drin. Den müsstest du sehen von da vorne. Oje. Unser Black Sheep hat's im Griff. Nichts gegen dich, Black Sheep, falls du da gerade das Video gerade jetzt siehst oder in der Zukunft. Aber ein bisschen Chaos angesagt hier. Go to Sim E. So sind wir vor E? Sind wir auf dem anderen Gleis? Ich glaube, ich helfe ihm jetzt mal ganz kurz. Aber. Was war das jetzt? Kannst du natürlich wieder nicht merken. Mir ist aber davor nicht. Was wird aber disabled? Der hat den Record some nice timelapse. So this station is quite busy today. Yes, and a bisschen chaotic. I think Black Sheep doesn't really handle the station very well at the moment. Ah, 21.06, 24 Abfahrt bei dem Chaos hier. Oh, by the way, Admiral, do you know if I can chat in the chat when I'm walking around like this? Deutsche Bahn, wie like. Ob der vielleicht ein FDL bei der Bahn ist? Oh, jetzt ist die wieder frei. Und tschüss, Feen. Komm, gib Gas, weil ich muss dann in die gleiche Richtung. Antonio should get a curse on the chat. Okay, let's try that. Ooh, you're right. Thank you very much. That's very useful. Cool. Ah, geil, jetzt hat die Maus den Fokus verloren. Ah, na, jetzt geht's wieder. Sehr gut.
Was wäre mal lustig, wenn einen deutschen FDL-Tag zu machen, aber diesmal Stream. Das werde ich auf jeden Fall machen beim nächsten deutschen FDL-Tag. Der war echt witzig. Aber beim ersten wollte ich es noch nicht machen, weil ich dachte, das wird vielleicht extrem mega Chaos werden. Und da kann ich dann nicht zeitgleich streamen und dann den FDL-Tag managen. Aber hat überraschend gut funktioniert. Und wenn es beim zweiten Mal wieder so gut funktioniert, dann werde ich es auf jeden Fall streamen. Mal schauen, vielleicht in 2 Wochen wieder. Ja, ein bisschen mehr als eine Viertelstunde. Passt irgendwie nicht so ganz, aber irgendwie könnte man sagen, das ist jetzt Deutsche Bahn Stillstandmanagement hier. Oh, eine Frau. Was, ich stepp auf meinen letzten Wagen, steht die Interregio. Ja, aber du könntest rein theoretisch mit dem Wagen auch Intercity fahren. So genau ist das Spiel dann nicht. Was meint ihr? Weil das jetzt fies, wenn ich ihm rein sage, dass YouTube gerade ihn die ganze Zeit schon beobachtet. Das ist schon gemein, oder? Was, bist du nur noch irgendwo im Kaffeeautomat stehen für die Pause? Stimmt, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ist ja gar nichts Automatentechnisches. Nee. Nur die Bushalte da unten. By the way, Julian, wie ist die Lage bei dir mit dem Fahrplan? Wenn du den immer noch nicht siehst, dann sag ihm das. Weil eventuell hat er das mit einer falschen Nummer gemacht. Weil bei ihm spielt er so halt als 4731 auf. Was, das wäre echt fies, aber irgendwie auch lustig. Ich glaube, ich bin mal nicht so gemein, da ist eh schon gestresst. Was irgendwie auffällt, sind so richtige Bahnschiffsanzeigen, wo der Zug dran steht. Ja, das wäre auch noch was. Und, wann ist die Abfahrt? Vor mir oder nach mir? 21:20. Boah, wie gemein! Ich bin schon länger hier. Moin, Dominik. Was hat sonst? Schau mal bei der Bahnhofsmission vorbei. Die Hälfte gestrandet und reißt den Bau. Du darfst rangieren. Moment mal. Wenn du jetzt rangieren musst, das heißt ja. Ach so, na, Moment mal. Von TM11 auf Plattform 1. Das wäre. Wie hier? Du fährst jetzt vor, ich sag dir, wann du stoppen kannst. Oh, no pressure, Julian. Aber wir tun dich jetzt beobachten. Von 1 will er dich rauslassen. Ne? Interessant. Fahrmacht beim Manövrieren ist in der Regel immer 25.
30? Und nicht da falsch. Nur vorne rechts. Sag ja, no pressure. Wenn mein Stream jetzt nicht zeitverzögert, dann hätte es jetzt quasi eine zweite Kamera. Gibt es auch Dampfloks? Ja, nee, leider nicht. Gibt nur ein paar Elektroloks und die Diesellok, die ich jetzt fahre. Und einen Dieseltriebwagen, Elektrotriebwagen in unterschiedlichen Varianten, aber sonst noch nichts. Aber es kommen neue Loks. Ja, sag ich ja, 30 ist ein bisschen viel. Das sind 25. Aber es gibt, wurde mir gesagt, in Polen aber auch Sonderregelungen, dass man da teilweise schneller manövrieren darf. Also gerade vor allem, wenn die Strecke frei ist, darfst du dann Gas geben. Aber das muss ich dir dann explizit sagen. Aber bei dem Manöver, was er macht, wäre es 25. Und der hat das Manöversignal überfahren. Da hätte er jetzt doch, glaube ich, eigentlich sagen müssen, darfst du drüber fahren, wenn das da vorne das Manöversignal ist. Aber es sieht zumindest dann auch aus. Also, Manöver, also entweder an Skifahrten, so. So, ich darf eher noch nicht fahren. Je nachdem, wann man dann wirklich ankommt, kann man den schon mal kurz reingehen. Kurz auf dem Klo, alles klar. Ja, sieht gut aus. Okay, wir gehen jetzt erstmal zu den Details. Dachte ich mir auch. Ich einfach mal reinspawnen, geht ein bisschen schneller. So, Motorstart. Ich bin aber auch mal für einen kurzen Moment AFK. Ich lasse aber mal den Screen hier so drin. Dann könnt ihr beobachten, was da so Schönes passiert. Ich bin in ein paar Minuten wieder da.
So, Dene, da bin ich wieder. Habe ich was verpasst? Sieht aber nicht so aus. Ordensleiter macht wichtige Dinge. Alles noch beim Alten hier. Fahrdienstleiterin wohl in dem Fall. Schauen wir doch mal, wie der Julian angehalten hat. Abfahrt in Kürze. Hattest du nicht um 20 Abfahrt? Ist das Spiel kostenlos? Jo, das ist komplett kostenlos. Aber sie freuen sich, wenn du da eine kleine Spende gibst für die Entwicklung. Aber Obacht, Dominik, wenn du das Spiel ausprobieren willst, hier hat es relativ strenge Regeln. Du solltest dir klar sein, wie man eigentlich so weit hier fährt, wie die Regularien sieht, wie man seinen Zug anmeldet, etc. Ich gar nicht geschaut, haben die Lichter passt? Ja. Alles gut. Ja, ein bisschen pepperige Musik wäre schön. Nee, ist auch ein bisschen langweilig. Besser. Sonny, der Simulation, der Vorzeiter von TD2, es wird behauptet, es soll Ende Oktober bis Mitte November auf 37 Euro erscheinen. War schon von der Demo-Musik überrascht. Ja, auf SteamRail. Bin ich auch schon gespannt, wie das wird. Aber die größte Frage. Oh, scheiße. Sorry. Cool, das war jetzt mein Fehler. Das mit SteamRail, da bin ich einfach vor allem gespannt, wie sie das mit dem Multiplayer machen und dem Stellwerk, dass sie da die Kiddies nicht reinlassen und dass dann mega Chaos gibt. Ob es dann auch so ein Level-System gibt, ob es dann das Spiel instanziert ist. Dass dann halt. Bis der Server halt darf nur ab Level 3 oder 4 und so weiter, keine Ahnung. Aber ich hoffe mal, sie machen ein ähnliches System wie in TD2. Aber die zwei sind nicht miteinander verwandt. Sie sind sehr ähnlich, aber TD2 ist für sich eigenständig. Es wird auch weiterentwickelt. Egal was SteamRail macht. So, ich habe jetzt dann auch Abfahrt in einer Minute. Ich will jetzt losfahren. Ich stehe jetzt schon lang genug hier. Ich glaube, ich frage ihn jetzt mal. Okay, wenn du sagst, ich komme pünktlich raus, das wäre jetzt. Es soll cool sein, es soll einen Voice-Chat geben zwischen dem Fahrer und dem Fahrdienstleiter. Da war es aber ein bisschen Spielraum für den Multiplayer. Finde ich an sich eine gute Sache. Ja, das mit dem Voice-Chat, das wird mal spannend.
mit den unterschiedlichen Kanälen dann oder dann mit ihm quatschen kannst. Die haben halt das leider noch nicht so direkt im Hands-on zeigt. Aber der letzte Devstream, der ist jetzt knapp 100 her, also ein bisschen darauf eingegangen, wo er das ja auch erzählt hat, aber er hat es leider nicht gezeigt. Black Sheep! Du hast gelogen! Zwei Stunden später. Also, nur so als kleiner Tipp, wenn ihr Fahrdienstleiter seid, fragt die nächste Station nicht erst bei Abfahrt an, oder geplante Abfahrt schon noch ein bisschen davor. Die anderen Fahrer seid ein bisschen ärmer reagiert. Oh mein Gott, ich darf fahren. Schnell weg hier. Oh, schnell weg. Komm, komm, komm. Richtungswender. Und tschüss. Ich muss hier weg. Ganz schnell weg, damit das Diane wieder zumachen kann. Und ciao. Boah, Wahnsinn, Leute. Wir fahren endlich. Dass ich das noch erleben darf. Boah, schaut mal, wie geil es aussieht. Hammer. Okay, vorne spielt die Musik. Was sowieso, pass auf, bei dem Fahrer auf PM und der Bahnhof bedeutet Richtungswechsel. Weißt du, was ist für die Lok umsatteln? Ich weiß nicht, ich finde die Fahrpläne mit PM ja eh mega geil. Oh, wir sind sogar zu schnell. Hey, das wollte ich jetzt nicht. Warte, aber Leinbremsen hier. So, jetzt kann ja fast nichts mehr Schlimmes passieren. Bis 20:35 Uhr. Ich würde jetzt schon Wetten abschließen, wann wir effektiv ankommen. Was ist denn jetzt mein... Moment, gleich wieder da. Und wieder da. Mehr Bremsen hier. Also wenn sie die ganze Zeit bergab geht. Aber ich finde die SM42 hat eine Lokbremse, die total overpowered ist. Macht es aber jetzt hier zum Fahren wieder viel einfacher. Einen Moment. So. Ach ja.
wenn ihr euch einen Zug selber zusammenstellt und ihr wollt das Vmax wissen. Ja, es gibt eine Wiki, eine schöne Seite, wo die Zuglasttabellen drinstehen von den Loks. Und andererseits das Vmax der einzelnen Wagen. Also ihr müsst dann beides berücksichtigen. Je nachdem, was ihr dann nehmt, habt ihr dann halt das Vmax von den Wagen hinten dran oder halt vom maximalen Zuggewicht. Bremse von der EP07 und EP08 mächtig stark. Oh ja, die auch. Mit PKP-Wagen, das liegt hier 80. Ich weiß gar nicht, was er jetzt dafür welche meint. Okay, schauen wir mal. Saburo. Beim Fahrdienstleiter 34 bis 56. Na, hoffentlich lasst uns früher raus. Werden wir jetzt nicht wegfahren. Komm, schaffst du es, die nächste Szenerie zu laden, ohne dass du mir einen Ladebildschirm reinknallst? Ja, wir haben ein Ladescreen, war ja klar. Aber dafür einen kurzen. Da wird es dann gleich wieder gerade, so wie es aussieht. 80! Ich glaube, das wird für den Stream der neue Geschwindigkeitsrekord hier. So, Maximum Geschmack ist. Bin mal gespannt, wer der Fahrdienstleiter ist. Der Super Mastzynista. Alles klar. Aber mal hallo. Der macht einen auf Schmerzbefreit und macht gleich zwei Sachen. Boah, das könnte ich nicht. Ja, außer vielleicht mal mit zwei Dieselstationen, wo eh wenig los ist. Aber das haben wir so viel Stress mit zwei. Der Typ mit 80 hat ja die ganz alten Wagen dran. Muss ich gerade mal selber gucken. Hauptseite Wiki. Währenddessen sollte ich mal hier mal auf mein Vmax achten. Also nicht Vmax, aber das Limit mit 50. Wo haben wir denn das Video? Geht's gerade häufig gemacht? Die Wörter, Züge. Da haben wir ja die Auflistung. Ah, die grünen PKW, aber die gibt's auch mit Vmax 120. Also klar, einer hat 80, 120, 120, 140 einer sogar. Und ich meinte, das sind auch die Wagen, wo du reingehen kannst, wo die Türen aufgehen. Oh, bremsen wir mal hier. Warte mal, die 101A, das ist sogar reich, 101A, BKP, BH, IXT 01. Ja, das ist der, okay, das ist der mit 80.
Also falls jemand gerade nicht weiß, wo wir nachgucken, ich schicke mal den Link in den Chat. Ich glaube, so der ganze Auflistung. Ich bin noch relativ pünktlich. Und so wie es aussieht, lass du mich vielleicht sogar durchfahren. Habe ich eine Überfrierung? Wie geil! Vielleicht können wir unsere Vermax ausfahren. So, Maximum Schmackes. 80, ich komme. Was ich super praktisch finden würde, ist, wenn man hier die Siefer deaktivieren könnte. Also ich glaube, das heißt hier anders. Aber Siefer ist so nervig. Was war PODG? PODG ist einfach gesagt, du fährst da an einem Stellwerk vorbei, was versetzt ist. Und besser gesagt, dann fahr jetzt leider. Meine ich, dass es so gewesen ist. Ich dachte, das wären zuerst eigentlich mal die Punkte gewesen, wo man auf die Hauptstrecke raufkommt oder runter. Aber dann hat es geheißen mal in Discord, nee, das ist quasi das versetzte Stellwerk. Also spätestens in so einer 10 Minuten sind wir auf 80. Da wäre aber bloß nichts mehr rot zu kommen. Klesko nehme ich mal als Referenz mit 20.2. Können wir mal da durchbrettern. Eigentlich noch so okay von der Lautstärke her, von der Diesel-Look? Oder ist jetzt ein bisschen arg laut wieder? Ich muss noch ein bisschen leiser machen. Josh, moinsen! Moment, Josh, nee, Yoshi! Passt, alles klar. Ja, dann lassen wir es so. Komm, nehme ich noch. 74. Wir schaffen die 80.
Schauen, ob ich mit der Außenkamera ein bisschen cheaten kann. Nein, ich will weiter raus. Oh ja, komm. Weiter. Nice. Oh, ist das cool. Bisschen weit unten, aber cool. Nicht vielleicht. Oh, was zum... Alles klar. Okay. Oh, da ist er ja. Ja, nix hier. Sieferzwangsbremsung. Aber die kriege ich normalerweise immer, wenn ihr solche Cinematic-Sachen macht. Ödle. Ist jetzt schon Klesko? Gut, wir fahren da jetzt 20 Minuten zu früh durch. Oh, wie cool! Ich bin 20 Minuten zu früh. Nice! Das gefällt mir. Ois. So, schauen wir mal, ob mein der und sich genauso cheaten können. Oh, weiter raus. Cool. Ich hab den Chasecam. Das Interface ausmachen. Nice. Dass ich jetzt wieder nichts mehr sehe. Machen wir das Interface wieder an. Ich würde ein bisschen gern nach. Ich würde gern mal in die Richtung. Komm, geh nach da vorne. Geh weiter nach hinten. Okay, also man kann hier nur so straight rausgehen. Ah ja, so tut sie auch schon. Ich glaube, ich tue mir das mal speichern. Testen Nummer 4, Nummer 3. Cool, ist jetzt automatisch hier draußen. Das freut mich. Ja, wenn wir so früh sind, dann kann man tatsächlich mal mit dem Dieseltraktor noch mal eine kleine Runde fahren. Ich werde mal zeitig rauskommen, ich will jetzt nicht schon wieder 20 Minuten stehen. Man müsste sagen, hier morgen alle wieder raus. Also bei mir ist es 6 Uhr. Deadline zum Aufstehen. Fahre nicht mehr. Hilfe. Was hast du denn angestellt? Hast du die Zwangsbremsung gekriegt? Also er stimmt ja, tiefer Zwangsbremsung. Dann musste bei dir... Drück mal Num 6 etwas länger. Dann müssten sich die Bremsen wieder lösen. Sofern es da nicht noch eine Sicherung mit rausknallt hat.
Also Nummer 6, glaube ich, müsste die indirekte Bremse sein. Das ist bei mir beispielsweise der Button hier. Ich glaube, bei dir ist es da, ist ein roter. Helf doch gerne. Der ist eigentlich ganz gut. Bin schön entspannt hier. Ja. 15 bis 20 Minuten. Eigentlich ironisch. Du hast 15 bis 20 Minuten Verspätung, ich habe 15, also ich habe 20 Minuten früher. Next Speed Limit 120. Ja, das darf ich leider nicht mal im entferntesten fahren. Bisschen moderneres Rollmaterial wäre hier schon ganz cool. Und vor allem, wenn sie auf gewissen Strecken mal ECTS implementieren, das wäre cool. Verspätung und warten auf den Express. Ja, gut, ist klar. Ich meine, der Express hat natürlich immer Vorrang. Gerade alle verfrüht rauslassen. So muss das als Fahrdienstleiter. Aber weh, du hast einen Personenzug mit Halt. Den musst du schön warten lassen. Stell dir mal vor, wie in echt, so Intercity. Abfahrt, keine Ahnung. 8.02 Uhr. Die Pendler stellen sich darauf ein. Da geht ein grünes Licht, ein bisschen früher. Also in der Regel auch kriegt. Man fährt einfach mal früher ab. Die Pendler voll die Gaudi, wenn er einfach weg ist. Ich habe es heute in der Schweiz bis jetzt noch nie erlebt, dass ein Zug zu früh abgefahren ist. Abgesehen von unserem Museumszug, aber der zählt nicht. Deswegen spiele ich Psahe, da hält nichts. Sagt es nicht. Kommt dann ein Intercity rein oder irgendein anderer mit der Elektrolok und weiß nicht, wie umgehen und dann knallst du in die Sicherung raus oder Zwangsbremsung und kann den immer losfahren. Und kriegst einen Stau. Dann hast du einen halt. Hat die schon zu Genüge. Ich meine, ab und zu zum Entspannen, so eine Durchfahrstrecke oder Schnellfahrstrecke wie das hier, zu fahren ist das schon ganz nett. Aber so am Bahnhof managen, wo es dann einige Manöver hast und so, das macht dann halt schon auch Laune. Und am geilsten finde ich es eigentlich immer, wenn Fahrer kommen mit Sonderwünschen. Wenn die dann zum Beispiel sagen, ja, ich möchte dann den Wagen da rankoppeln und so. Das ist dann eine schöne Abwechslung. So, jetzt müsste man dann gleich mal in Zori sein. Da vorne ist auch schon die Gebietsgrenze. Wartest du in Zori? Was? Nee, habe ich nicht vor. Ich will da eigentlich gerade durchbrettern.
Wieso fährst du da durch die Zone durch? Oh oh, 0 km/h. Und 3 km, mach's nicht gerade auf. Das wäre wunderbar. Um 21:18 bist du da. Was? Wann bin ich um 21:18 dort? Endstation. 22:18 meinst du eher, oder? Tom hier. Oh, 40 km/h. Ich glaube, der lässt mich stehen. Das sieht nicht gut aus für meine Verfrühung. Das wäre fast wieder rekordverdächtig gewesen. Und ich bin zu schnell. Mal einbremsen hier. Du darfst gar nicht 160 fahren. Das höchste der Gefühle sind 140. Es gibt keine Kombi in dem Spiel, wo du schneller als 140 fahren darfst. Außer du bist ein Admin. Dann ist was anderes. Oh, was? Sorry, I have to go. Wenn jetzt fies ist, gibt es ein Ticket für sowas. Geht's nicht, ohne dass ihr steht und dass der Fahrplan gelöscht ist. Dafür ein Fahrdienstleiter okay ist. Was, Mann, du bist so gut. Ich bin überhaupt nicht gut. Ich freue einfach nur. Ich glaube, das ist jetzt einfach nur Glück. Oh, scheiße. Ah, jetzt müssen wir in die Bremsen gehen. Ab aufs Abstellgleis mit uns. Muss ich mal ganz kurz auf der Übersichtsseite gucken, wo meine Verfrühung drin steht. Störingen, Frau Buda, wo bin ich denn da? 22 Minuten zu früh. Ja, und damit herzlich willkommen in Zori. Dass man garantiert anders ausspricht.
Guck, da steht da schon der Kollege. X, Rupte, ich versuch's gar nicht. Nee. Schön in der Kirche. Fällt mir auf. So, wir werden jetzt mal vor bis zum Signal fahren. Er hat aufgemacht! Nice! Wie lang bist du da? Gar nicht mehr lang. Ich fahr schon wieder. Coole Sache! Ah, was? Ja, nicht Bremse. Dani macht Feierabend. 9 Stunden reichen. Hast du heute schon mal gearbeitet? So, da gehen wir gerade mal plus. Dann hätte er mich gerade durchschicken können. Aber klar, warum er es gemacht hat. Sicherheit, weil er denn nicht wusste, ob ich mich so früh rausschicken darf. Hätte sein können, dass ich halt da stehe. Ja, ist das cool. Werde ich meinen Rekord brechen mit der Verfrühung? Es ist ein ganz heißer Kandidat. Muss ich nochmal nachschauen in Discord, was war mein Rekord? TD2, Bilder und Videos. Wo ist das eine Foto? Da. Minus 36 Minuten. Jetzt muss ich übertrumpfen. Wobei, na, es geht sich ja eh schon nicht mehr aus. Also bei Zoli hat er mich jetzt eingeloggt mit minus 27. Kann man gelten lassen. Güterzugverfrühung, 27 Minuten. Läuft. Man kann jetzt ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Nächstes Szenario ist dann unser Endszenario. Dann können wir wirklich nochmal mit dem Dieseltriebwagen fahren. Wenn es ausgeht, könnten wir eigentlich in Zoris sparen und dann ist vielleicht der Öfi-Süchtiger dann da. Wenn wir schon wieder was Neues machen. Jo, wer ist Blue? Wie ist die Tage? Schön, dass du da gewesen bist. Gute Nacht und bei der nächsten Fahrt natürlich eine gute Fahrt. Man sieht sich. Nur noch 11 Minuten Verspätung. Geht ja doch. Ist ja fast pünktlich. Die Deutsche Bahn wird sich freuen.
Oh, habt ihr es übrigens in den Nachrichten mitgekriegt? Das ist, glaube ich, schon ein, zwei Tage her. Da gab es bei der Deutschen Bahn den Anschlag auf die GSMA-Leitungen, wo sie dann die Strecke stilllegen haben müssen, weil es ohne dem gar nicht geht. Wo sie dann vermutet haben, dass es dann jemand gewesen ist mit Insiderwissen. Hello, my chairman's officer, I want to come with myself. Nice to see that more people are abroad. Making contact with TD2. Hi, Spider. Yes, TD2 is a very nice game and I really enjoyed playing it. And very happy to introduce more people to the game and also doing tutorials to show them how it's going on, how they need to play. It has potential. So, müsste eigentlich nicht mehr lange sein bis zum Ende. Fahrgastmodus wäre irgendwas, dass du einfach mal so random auf eine Station gehen kannst und mitfahren kannst. So, klar könnte man sagen, es wäre jetzt vielleicht für manche nicht gerade das Spannendste, einfach mal mitfahren. Aber gerade so, wenn man vielleicht irgendwie so eine Community-Fahrt macht und sagt, die anderen können da mitfahren und ein- und aussteigen und dann vielleicht sogar den Zug wechseln, fände ich irgendwie schon eine coole Idee. Yeah, other things have changed in recent years. It's still has its flaws, but it's good to have a Polish way with multiplayer signal. Yes, indeed. And I'm really looking forward for the next update, which should be coming soon, from what I heard from the developers. Oh, was war das? Bei denen Benachrichtigung. Oh, vielen, vielen lieben Dank. Ich bin jetzt ab, beziehungsweise fürs Abo. Kommst du nach Lisko? Nö, nicht mit dem Fahrplan. Was? Ja, du fühlst dich entscheidend. How do you get across with this way, if I may ask? Actually, pretty good. I mean, the wiki was not very helpful. There's a bit in which helped me out, but the most of it was watching other players playing it, and the good thing what I had is that I have already a good background knowledge from driving trains and being a dispatcher in real life. So plus but not there, and then I got some friends here who also play TD2, and they told me some techniques in TD2 which you should know to play the game. And, also, yeah, I mean, how to get across, I mean, yeah, actually it was Fluffy Armchair Admiral where I saw the game first. So, wenige Momente noch.
Komm, lad rein, lad rein. Ein Lehrling. Wie Tom. Sag Hallo zu YouTube. Komm, mach bitte die Einfahrt auf. Das wäre voll super. Ich will jetzt nicht runterbremsen. Ist das schon die Einfahrt? Nee, oder? Es ist offen. Schön. Der ist gucken, wie viele Terminals er hat. One is from your tours on the channel. You explain things very well. I mean, if you want to have a private session in English, I can do that. Just come to my Discord server and you can do a little session there if you have questions. If you record it to that. So, Kilometer noch. Bremsen. Davon sehe ich auch schon das Rote. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu spät. Das ist jetzt eine unangenehme Bremsung hier. Das war zu viel des Guten. Ah, das ist peinlich. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Scheiße. Komm, fahren, 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 fahren. Sorry. My bad. Ah, you're a developer. I'm very sorry. Misunderstood that. Just want to say thanks for a very clear way for your audience. Ah, thank you very much. Try my best. Sind wir da schon drüber? Nee, wir müssen da schon noch ein bisschen weiterfahren hier. Ja, Wahnsinn. Ist mir eine Ehre. Es ist 100 Hertz Developer hier von TD2 in the stream. How did you actually get to the stream here? I think I didn't tag TD2 as I was doing this in a hurry. Also, today's stream. Go. Have a nice evening. I'll train it. Thank you very much. You too. Okay, liebe Leute. Ich würde sagen, jetzt ist ja schon mal eine kleine Pause angesagt. So. Sehr gut. Dann waren wir wieder hier. Okay, also ich werde jetzt mal, wie spät haben wir es denn jetzt? 10 nach, sagen wir mal, 10 Minuten kurze kleine Pause machen.
sprich um 22.20 Uhr bin ich wieder da. Und dann fahren wir mit dem Bus noch ein bisschen eine kleine Runde. Aber ich schau mal ganz kurz ein kleines Sandwich und was zu trinken. Und dann geht's gleich wieder los. Nicht weglaufen. Jetzt gibt's erstmal Musik für euch. Bis gleich. Totale. Ja, da bin ich wieder. Ein bisschen früher. Mein Sandwich gerade mal runterdrückt und hab was zu trinken. Ich bin glücklich. Und ja, jetzt haben wir mit dem Schienenbus mal rumgurken. Der SN81 VMAX 90. Ich würde es mal interessieren, ob es den auch noch in der anderen Lackierung gibt. Aber das sieht nicht so aus. Nö, das schaut ganz schlecht aus. Na gut, ist wie es ist. Fahren wir halt mit ihm. Und dann sagen wir mal einen richtig langsamen Passagierservice machen oder einen schnellen. Könnten auch den Fahrdienstleiter entscheiden lassen. Von der Nummer her, die müssen wir jetzt gerade noch anpassen. Fällt mir gerade ein. Sprich, Settings. Was haben wir denn für die Nummer? Live-Chat, dürft die Nummer aussuchen. Was machen wir für die Nummer? Maximal 5 Zeichen. Minimum 5 Zeichen. Die erste Nummer, was ich im Chat sehe, die nehme ich. Zögern vom Stream ist ein bisschen doof. Also es darf irgendeine Nummer sein. Es muss keine echte sein. Habt's auf 5 Zeichen. Ansonsten suche ich eine aus. 28036. Das soll sein. 28036. Ups, eins zu viel. Alles klar. Safe. Multiplayer. Driver Mode. Wo starten wir denn? Hätte ich ein bisschen mehr wissen. Da würde ich gerne auf einer Dieselstrecke starten. Schauen wir mal. Wenn ihr gerade eine Idee habt, wo wir spawnen sollen, gerne sagen. Stare di Povo. Also eine Megastation. Black Sheep. Nee, bei dem möchte ich jetzt nicht unbedingt wieder starten. Snick, Hit, Police, Zamin, Perzo, Klinik. Alexandro. SM240. Wer hat denn seine Spawns alles zu? The Fallen. Es zwitzen ja. Ich probier's mal bei The Fallen. Vielleicht lasst er mich rein. Den kennen tut er mich schon. Vermutlich hat er Angst, dass ich wieder ein Manöver machen will. So wie das letzte Mal. Dann aber aufmacht. Sieht nicht so aus. Sonst denn. Okay, mach mal schnell. Das brauche ich wieder ewig. Geh mal hier rein. Währenddessen gibt es das Spiel mal wieder in Fullscreen. Wenn das mal fertig geladen hätte. Ach nö! Jetzt hat er wieder die Auflösung geändert. Das ist so nervig.
Genau. Okay, wen haben wir denn da? Alles klar, Level 7. Passenger Service, please. Oder? Ja. Mach schon mal die Lichter an. Left, right. Right, alles klar. Könnte aber sein, dass er sagt, wir müssen ein Manöver machen. Dann hat sich das mit den Lichtern eh wieder erledigt. Aber ausschaut, wird es mal richtig. Sieht schon irgendwie schnuckelig aus, der Kleine hier. Da kommt erstmal nichts. Ein süßer kleiner Triebwagen. Sieht immer so witzig aus, wenn man die Fahrdienstleiter durch die Gegend schweben sieht. Wenn wir da von einer Station in die andere reingehen. Aber wäre cool, wenn er uns auf den Bahnsteig lässt. Mal kurz schauen, das war der Self-Test, Departure Signal, Engine Startup, Engine Turn Off. Mein Kollege! Können wir den Manöver leiten? Ja, ich hab's mir schon fast gedacht. Das wäre dann hier die rechte Lampe. So, da. Ich glaube, das müssten jetzt die Manöverlichter sein. Mal kontrollieren. Zumindest für die aktuelle Fahrtrichtung. Jo. Nö, hinten passt nicht. Sind beide weiß. Right Lamp ist on. Warte mal, na, hier, die rechte muss aus. So, genau. Nichts an. Ich gehe jetzt, gute Nacht. Ja, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Mach's gut. Irgendwie niedlich. So, da. Los geht's mit dem Manöver. Muss nicht verkacken. Also entweder haben wir jetzt dann ein TM-Signal, wo es zu ist, oder ansonsten Manöver Ende. Ja, ziemlich sicher hinter das TM-Signal hier. Das da. Und schon stehen wir. So, das war dann die Left Lamp hier. Jetzt. Ja, ich war richtig. Dann ist jetzt nicht mehr die Left Lamp, sondern die Right Lamp. Und offen ist es. Ja, Richtungsmeter reintun. Das war natürlich noch hitverdächtig. Da muss ich echt aufpassen, dass ich nicht so viel bremse. Das ist so giftig, wie der zum Stoppen kommt. Da
kannst du gefühlt mit 100 in den Bahnsteig reindüsen und dann fängst du an bremsen und kommst dann schön am anderen Ende zum Halt. Weiß nicht, seid ihr schon ein paar Mal mit dem kleinen Dieseltriebwagen unterwegs gewesen? Ein bisschen mehr Schmack, es geht noch. Doch nie. Wieso denn das denn? Ist es dir zu langsam? Wir bleiben hier mittig stehen. Schaut euch das mal an. Das war jetzt Stufe 1. Das ist so irre. Okay. Auf Verdacht. Dann mal hinten die roten Lichter anmachen. Und vorne alles ein. Und mal kontrollieren, ob er es richtig gemacht hat. Das schaut gut aus. Sehr gut. Ah, dann Türen auf. Sehr gut. Oh, geil. Ich habe die Abfahrt ja in wenig Minuten. Ist ja nett. Oh, ist ein kurzer Fahrplan. Ja, ist ja noch chillig. Bis zu irgendwas Brescia BH, Stare Lipovo, Krasnek BH, Alexandro. Ah, das machen wir noch. Schweizer Style. Schön pünktlich. Auf die Sekunde. Hoffentlich stehe ich jetzt richtig, sonst wäre es blöd. Und danach ist dann, glaube ich, auch für mich mal Zeit ins Bett zu gehen. Wie gesagt, 6 Mal wieder aufstehen. Ein paar Stunden Schlaf brauche ich schon durch. T minus 60 Sekunden. Bitte lass es pünktlich sein. Ah, jetzt wird spannend. 30 Sekunden. Fahren wir auf die andere Seite. Da ist auch rot. Okay. So. Wird mehr zu. Und welches Tor wird's? Das hier oder das hier? Schon Verspätung. Mann.
so fies. Yes, ist offen. Oh, tschüss. Achso. Richtungswender. Wäre noch ganz cool. Wieder unsere kleine Chasecam hier eingerichtet. Wäre ich auch noch witzig, so durch die Landschaft durchzukusen. Naja, gehen wir wieder rein. Der Vorteil ist hier, dass man echt viel sieht. Echt würde ich am liebsten hier vorne sitzen und mitfahren. Und dann schütteln wir den Lok wieder zu. Also nächster Halt um 36. Aufenthalt 1 Minute. Sag ich jeweils 1 Minute. Das kriegen wir hin. Doch ein bisschen mehr Schmack ist. Schon jemand schaut, was es heute bei Epic Games wieder als Gratis-Games gibt. Kommt da jeden Donnerstag was Neues raus. Ich gucke jetzt gerade mal. Epic Games. Free Games. Oh, war ja klar. Mal wieder ein Horrorspiel. Darkwood und dann Toy Jam and Earl. Back in the Groove. Gar nichts. Und das nächste... Ach du heilige Scheiße. Am 20. Oktober gibt es bei Epic Games Fallout 3 als Game of the Year Edition kostenlos. Oh mein Gott, holt euch das, wenn ihr das noch nicht habt. Ist ja geil. Fallout ist so eine geile Spielreihe. Ich glaube, abgesehen vom allerletzten Fallout. Das war weniger geil. Aber ich freue mich schon mal, wenn dann irgendwann mal in ferner Zukunft der Nachfolger von... Also ein bisschen der neue Teil von Elder Scrolls rauskommt. Aber davor werden wir noch eher das neue Gothic erleben. Das Gothic 1 Remake. Da hat die Demo schon so geil ausgeschaut. Ich sollte mal ein bisschen schneller fahren hier. Laut Speed 90 stimmt ja. Wir haben jetzt wieder ein neues VMAX hier. Und sagen wir alle, dass wir da sind. 40 in 1700 Meter. Langsam vorstelle oder anders Gleis. Ich traue mich halt nicht so wirklich so spät zu bremsen mit dem. So giftig, ey. Meter. 35, ja, das ist dann schon die Station davor.
ist es jetzt langsam bremsen mit, nur so ganz bisschen reingehen. Ja, nicht ganz pünktlich. Keinmal lass du mich da schon durchgehen. So, 36, jetzt sollte ich eigentlich am Bahnsteig sein. Wird ein bisschen Gas geben hier. So, bleib stehen. Am besten hier. Okay, das war eine Verspätung von plus 1. Aber ich mache mal schnell und warte jetzt nicht die ganze Minute, wie es eigentlich vorgeschrieben wäre. Aber mindestens bis um halb. Und Abfahrt. Tschüss, Kowski. Starre Depot war es nächstes. Das ist ja auch bei ihm. Stimmt. In der Landschaft gab es beim deutschen FDL-Tag noch eine recht schöne Besonderheit, denn sie haben dann hier auf der linken Seite einen Bauzug hingestellt gehabt, das war cool. Und ich habe das dann voll verkackt mit der Langsamfahrstelle, aber trotzdem cool. Geschwindigkeit erreicht, freut mich. Jetzt wieder so ein bisschen zu wenig Gas. Holy shit, was ist denn das jetzt? Fisker, nochmals. Ist ein Befehl? Ja, sieht ganz genau aus. Ich bin ja gerade zu faul, das zu übersetzen, aber das sieht noch ein Befehl aus. Oder wer redet da von irgendeiner Blockade da? Und Uhrzeit 39, Maschinister, ja, das ist ein Befehl. Schriftlicher. Muss ich ehrlich gestehen, habe ich bis jetzt als Fahrdienstleiter noch nicht gebraucht. Ging es meistens anders.
schöne Brücke hier. Werden das Interesse am Wochenende mal Railworlds Online wieder zu streamen? Und eben da wieder mal zu basteln. Schon mega reizend. Stop Signal mit einem Speed von 76. Aber auch nur sportlich. Rennen werden dann um 23 Uhr einmal langsam zumachen. Deadline Mitternacht, da ist dann eigentlich in der Regel nichts mehr los, außer es ist Wochenende. Aus. On time. 47 da. 3,8 Kilometer, das müsste das Ausfahrsignal sein. Ja, ihr habt es gesehen, also zeitweise ist ganz schön was abgegangen. Aber ich glaube, heute war nicht irgendwie ein Spezialevent, oder? Da war einfach nur so viel los. Vielleicht ein Feiertag in Polen? Keine Ahnung. Und alle Lokführer so. Yeah, ich hab frei, was machen wir? Ja, Lokführer im Simulatorspiel. Sogar ein bisschen zu früh. Hatten wir da reingefahren, die Minute. Cool. Weiter Pünktlichkeit. Freut mich. Das ist halt schon geil mit dem Triebwagen, da kannst du so schnell reinfahren und so gut runterbremsen. So, dann lass mal hier mal stehen. Ich glaube, das ist rechte Seite. Jo. Cool, 45 bis 48 bleiben wir da.
noch alles gut. Ich glaube, die hört meinen Livestream zu. Da gefällt die Musik. Also für das, dass hier der Simulator eigentlich so ernsthaft sind, sind die NPCs nicht so ganz ernsthaft. Da ist noch einer, der mittanzt. Moment mal. Wird sich die Uhr da aktualisieren? Das wäre jetzt die erste, die ich hier sehe. Schauen wir mal, wenn es dann 47 wird. Das ist mir ja noch nie aufgefallen. Ah? Ah, ist ja krass. Das ist die echte Uhrzeit. Cool. Schönes Detail. Sowas gefällt mir. Liebe zum Detail da. Mit der echten Uhrzeit. Hier übrigens in der Station hat es einen Triebwagen im Offline. Das ist eh da hinten, glaube ich, der, den man sieht. Den kann man abschleppen. So, Star Lipovo, lässt du mich pünktlich raus oder nicht? Ich habe es gerade so schön wieder reingefahren. So, da ist wieder zu. Ach, komm schon. Bitte, bitte, bitte. Lass mich raus. Eingefahren und dann gerade schon wieder verloren. Alexandro so los ist. Ah, das glaube ich heißt so viel wie es blockiert. Ich mache mal ganz kurz Google Lens. Google Lens. Was steht da? Er sagt, wir warten. Ach, der andere antwortet nicht. Cool. Also schauen wir mal, Szenarien. 30 sind da, 33 Vorder. Das letzte wäre dann Alexandro. Da haben wir jemanden mit Level 7 und der hat gerade mal zweit. Ah, der Yoshi! Schau einer an! Der Yoshi ist ein Alexandro gerade. Und ein Kai. Yoshi sagt mal, er soll mich reinlassen. Oh yes, nice. Cool, ist halt Golf. Oh, das wollte ich eigentlich nicht machen. Und natürlich positive Raten. Das muss sein. Ja, der hat aber seine Schicht bis Mitternacht eingestellt. Bis dahin muss er noch durchhalten. Also der in Alexandro. Und ich sehe gerade, Yoshi hat verspätet von 4 Minuten.
so ist gut. Also mit dem nächsten Livestream mache ich meine bessere Livestream-Musik. Das ist ein bisschen einschläfernd. Werden wir da ein bisschen weiterschalten. Man lauter nicht schauen. Geil, jetzt ist die Playlist auch noch vorbei. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen mal zu Rock. Besser. Keiner hat mal gesagt, dass das Spiel auf Anschlag gewesen ist von der Lautstärke. Hat wieder runterdreht. So, 53, 6 Minuten noch bis zum Halt. Ja, dann machen wir die Musik mal ein bisschen lauter. So, jetzt müsste aber besser sein. Noch ein ganz netter Track, muss ich sagen. Hat was. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen schneller fahren. Also das Ganze wird es dann eh später auf YouTube geben, wobei das ist wieder ironisch, das gibt es ja jetzt schon auf YouTube, aber ich werde es dann nachbearbeiten. Und dann ist es mit dem Sound ein bisschen besser. Oh, das ist jetzt aber gerade ein bisschen retro. Mach mal einen anderen Song. Besser. Also nichts gegen Retro, ne? So klassischen alten Rock, das ist eh meine Lieblingsmusik. Aber jetzt hätte ich gerne ein bisschen was Moderneres. Wieder ein Lehrling. Hallo. Ach, das ist noch ein eigener Halt hier. Okay, ich dachte eigentlich, das gehört noch zu Stare di Povo. Was ich so gar nicht ganz verstanden habe, ist das mit den dicken Linien hier. Ich dachte eigentlich, die dicken Linien würden die Szenerien abgrenzen, aber dem ist halt nicht so. Und ja, sorry, dass ich jetzt mal das Signal noch nicht nutze. Jetzt bin ich gerade ein bisschen zu faul dafür. Das war recht gemütlich.
56, das wäre jetzt. Hätte er mich doch pünktlich rausgelassen. Ist eigentlich auch noch schön hier zum FTL-Spiel. Aber ich glaube, ich lege mal das Signal noch auf die Maus rauf. Ich habe da also so die MX Master, wer sie kennt. Und auf einem Button habe ich die Leertaste drauf, damit ich hier SIFA zurücksetzen kann. Und ich auf den anderen Button mal das Signalhorn machen. Weil die Tastatur verschwindet bei mir so unter dem Tisch drin. Die habe ich gerade so schön reingeschoben. Achso, Türen aufmachen wäre natürlich noch hitverdächtig. Oh man, hält bei der Arbeit. So, Tschüsskowski, letzter Halt. Interessant mit dem Rot. Boah, ja, so ein Cola wäre jetzt echt schön. Dann haben wir mal alles toll gemacht. Dann ist endlich bald Feierabend. Den haben wir doch schon mal gesehen heute. So, machen wir es mal. Da war kein Salver. Oh, und da ist er auch schon. Übrigens als kleiner Tipp, wenn ihr einen anderen Zug grüßen wollt, macht es mit der Lichthupe. Hotkey Uhr, das ist die obere mittlere Lampe in der normalen Fahrtrichtung. Kommt immer ganz gut an. Okay, interessant. Schöne Analyse. Ich frag mich gerade, wer das Analyzer da so in Fett hinkriegt hat. Das mit Sternchen, Text und Sternchen, so wie in die anderen Chats. Müssen wir mal ausprobieren. Streamception. Das ist der Yoshi.
Mensch, Kevin and Wright. Oh, hast du mal immer noch gehabt. So, finally. Du spürst schon ein bisschen, dass es spät wird hier. Hey Yoshi, bist du jetzt noch lange unterwegs oder kurzer Fahrplan? Du musst Platz machen für den Express. Will be given an intro 1 minute. Aha. So viel. Mann, ich wollte doch nur pünktlich sein. Oh Mann. Bis 83,49. Hab nur einen Fahrplan bekommen. Okay. Also ich wäre pünktlich gewesen, hätte ich jetzt eine schöne Einfahrt gehabt. Relativ pünktlich gewesen. Ah, das ist wohl der Express. Er ist nicht der Express. Yay, ich darf rennen. Bis dass ich dann in 650 Meter wieder anhalten muss. Steht er ja. Servus Yoshi. Weil der jetzt nicht auf der anderen Seite vorbeifahren können. Ah ja. So, da müssen wir da nach vorne. Und dann ist gut für heute. So, rein mit den Bremsen. Nehmen wir Gasti. Ah, Fahrgäste. Das ist die Endstation. Bitte alle aussteigen. Der Zug endet hier. Gut. Wir werden jetzt mal auf den hier gehen. Oder da, OBS, komm, du schaffst es. Jo, letzte Fahrt für heute. Es war ein schöner kleiner Stream, auch wenn er ein bisschen chaotisch gestartet hat. Also gerade in, was war das, Vitonia, glaube ich, ne? Wo wir dann einmal im Kreis gefahren sind. Zweite Fahrt, war noch interessant. Ein bisschen Chaos auf der Strecke. Vor allem in der Station drin, aber war auch witzig. Und die letzte Fahrt, schöner Abschluss. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Und, ja, das war's erstmal. Ich werde noch ein bisschen in Discord rumhängen für so 10 Minuten, für eine Stunde, wer mag. Aber hier für den Stream ist jetzt vorbei und für alle, die ins Bett gehen, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss!